Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Runde Unboxing. Wir haben hier eine neue Kooperation. Das ist ein Malerzahlenbild mit der Firma malenwsllonline.de. Ich poste den Link zu dem Shop in die Infobox. Da könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Sind mega freundlich, mega nett. Und hier drinnen haben wir ein wunderschönes Bildprodukt. Und das möchte ich euch natürlich jetzt auch zeigen. Wie man es erkennen kann, kann man da Bilder, Malerzahlenbilder auch auf Leinwand machen lassen. Ich habe es jetzt extra nicht aufgemacht, weil ich es mit euch zusammen aufmachen wollte. Der Versand war schneller. Tja, so haben wir schon mal die Verpackung von außen. Also so wird es ja geliefert. Also die Verpackung halt, ne? Wie bei deinem Penny die langen. Hier ist so ein Größeres ist klar, weil es ja auf einer Leinwand ist. Man kann es aber auch ohne Leinwand kaufen, also geht auch. Hier hinten natürlich wird da Step-to-Step-to-Step-to-Step erklärt. Könnt ihr euch nachlesen, wie man am besten malt. Zuvor, danach. Also man kann da echt viel lesen. Aber ich finde das schon auch niedlich, ne? To my lover. Ja, dann machen wir es mal auf. Es hat die Größe von 50x40. Ja, ich bin gespannt. Ein Augenblick. Ist da noch was drin? Hallo? Nein, okay. Wir haben hier dieses wunderschöne Bild. Ich weiß gar nicht, ob ihr das erkennt. Ich glaube nicht, weil ich glaube, man erkennt nur Zahlen. Wobei, man kann vielleicht zu außen ein bisschen das Muster erkennen. Es sind Palmen mit einem Sonnenuntergang. Hier die Sonne. Und ich finde das so schön. Das ist, wie gesagt, direkt auf eine Leinwand drauf gemacht. Also finde ich auch super. Könnt ihr danach direkt aufhängen. Wie gesagt, könnt ihr aber auch ohne Leinwand kaufen. Und ich zeige euch jetzt natürlich auch das Bild. Also ich zeige es auch andersrum, das Bild. Weil mir ist letztens mal der Fehler passiert, wie es in der falschen Richtung gehalten habe. Aber ich zeige es auch so rum. Und zwar ist das dieses Bild. Ich werde immer ein bisschen ranzoomen. Das ist das Bild. Ist das nicht wunderbar? Wunderhübsch. Oh, das hat so tolle Farben. Ich finde das richtig schön. Ich halte es auch so, weil ich, wie gesagt, ich weiß immer nicht, was wie richtig rum das für euch ist. Ich halte es einmal so. Und dann halte ich es nochmal so. Ja, bloß muss ich den richtigen Winkel dann wieder finden. So, so. So ist wunderbar. Erkennt ihr gut, oder? Ja. Hier ist es aber ein bisschen anders. Ich habe ja auch schon einige Mal nach Zahlenbilder gekriegt und gekauft. Hier haben wir es etwas anders. Wie gesagt, das ist das Bild. Ja, super. Cool. Da kann man sogar dann, ja, also erkläre ich euch gleich. Wie gesagt, ich zoome mal noch ein bisschen mehr ran. Da kennt ihr auch die Leinwand besser. Dieses wunderschöne Bild. Also ich finde das mega schön. Gehe ich mal dahin, dann könnt ihr das auch betrachten. So. Hier haben wir die Farben. Okay, hier haben wir zum Beispiel eine... Jetzt zoome ich mal noch mehr ran. Jetzt ist wirklich die letzte Zoomkraft hier. Ne? Hier zum Beispiel haben wir eine 16. Oder? So eine 16? Jetzt muss ich mal kurz gucken. 16 hier. Nee, das kann es aber nicht sein. Wartet mal. Ach nee, 91. Ja. Hier, habt ihr die 91? Ja. Zwei, die 91. Und hier habt ihr dann auch die 91. Aber das Coole daran ist, es sind noch Stickers dabei. Geht insgesamt 23, 24, ich glaube 24 Farben insgesamt, genau. Und dann könnt ihr euch dann durchnummerieren, die 1, oh, Entschuldigung, das war ekelhaft, die 530, das ist hier die zum Beispiel, jetzt zeige ich es ein bisschen höher, die zum Beispiel ist die Nummer 1, also klebt ihr dann natürlich die Nummer 1, das können wir gleich auch machen, die Nummer 1 hier drauf, 1 ist die PF, -530, PF-530. Dann machen wir hier die 1 ab, weil für Malen ist es dann besser, wenn du halt 1, 2, 3, 4 und 5 hast.
ist ja fast das gleiche bei deinem Painting, wisst ihr ja. Und dann klebt ihr einfach die 1 hier drauf. Zack, 1. Ihr könnt dann selber durchkleben, müsst ihr aber nicht, könnt ihr aber hier zum Beispiel PF 501, PF 501, das ist die 2. Also kleben wir hier dann die Nummer 2 drauf. Dann PF 438, PF 438. Es ist hier auch in einer, so, ich sehe dir ja so einen stabilen Ding ein bisschen reingebaut. Aber das sind wunderschöne Farben, ey. Wir können mal eins aufmachen. Ja. Also die sehen auch top aus. Seht ihr das? Der Hand ist besser, gerade. Sieht auch drinnen top aus. Können wir gleich noch eine andere meinetwegen aufmachen. So, das ist jetzt die Nummer. Stopp, jetzt habe ich schon einen Fehler gemacht. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Die 2 ist nämlich die PF 135. Die da dann. Muss ich noch umändern. Seht ihr? Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Moment, ich muss das gerade mal eben runterfusseln. Aber habe ich schon. Geht auch super wieder ab. So, die 2 ist PF 135. PF 135 kommt hier die 2 drauf. Seht ihr, da habe ich mir jetzt auch vertudelt. So, dann ist das aber die PF 501 ist dann die Nummer 3. Also ein bisschen auf die... Ich dachte, das Gewälze nach oben durchnummeriert. Ist es aber nicht. Also abgesehen drauf achten. Macht aber nichts. Ihr habt ja gesehen, die kriegt man auch ganz einfach wieder ab. Dann macht das einfach wieder ab. Nehmt ihr die 3 und die kommt dann hier drauf. Das sind echt wunderschöne Farben. Ich kann mal nochmal hier ein Pötterchen aufmachen. Moment. Ist denn mit dir nicht richtig? So, du sollst hier drauf. Heidenei. Okay, dann machen wir jetzt einfach mal dieses Lila auf. Also, die Farben sehen toll aus. Also die sehen echt toll aus. Ich kann euch meinetwegen noch eine Farbe zeigen. Also es sind, ihr seht ja auch, es sind so richtig schöne Farben dabei einfach. Ich zeige euch jetzt noch diese Blau hier. Achso, das seht ihr gar nicht. Tolle Wurscht. Also die sind echt schöne Farben sind das. Richtig schöne Farben. Dann kann ich euch auch noch mal schnell die Leinwand ein bisschen besser zeigen. Also hier, wie gesagt, guckt ein bisschen drauf. Nicht, dass euch das sieht wie bei mir. Aber hier zum Beispiel, jetzt haben wir die 3 ist hier. Hier ist dann die 4 und die 5 ist dann, also 4 ist hier, 5 ist hier oben. Also müsst ihr ein bisschen achten. Ne? Hm? Die 4 ist dann die PF 438, das ist die hier. Und die 5 ist die PF 132, das ist die hier. Also da müsst ihr halt noch ein bisschen drauf achten. Aber gut, dass mir der Fehler passiert ist. So achtet ihr dann besser drauf. So, dann haben wir hier natürlich Pinsel dabei. Und natürlich diese Sachen, da lassen wir diese Sachen auch aufhängen kann, dieses wunderschöne Bild. Pinsel sind passen. Wie gesagt, ihr habt hier nochmal so ein separates Ding dazu. Ich muss euch einfach nochmal dieses wunderschöne Bild zeigen. Ich finde das so schön, auch diese Farben. Das sind so schöne, mega kräftige Farben. Also da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Dann packen wir das mal kurz auf Seite. Und auch hier erkennt ihr, der Druck ist super an der Leinwand. Hier erkennt man ja auch schon die Palme, ne? Und hier haben wir die nächste Palme. Und hier unten haben wir nochmal 2 Palmen. Und hier sind insgesamt 2, 4, 5 Palmen. Und hier oben ist noch so eine ganz, ganz kleine. Ich zoome mal ein bisschen raus. Hier oben ist noch so ein Ansatz von einer Palme. Wie gesagt, da, 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 da. Und dann hier die Sonne da unten. Oh, das ist so ein schönes Bild. Deswegen, ich habe jetzt auch so eine Kamerarichtung, dass ihr das auch kennt. Aber, wie gesagt, die Leinwand ist sehr gut. Also ich bin von der Leinwand sehr begeistert. Und wir werden natürlich dann auch zusammen an diesem wunderschönen Bild malen. Das wird auch auf jeden Fall aufgehängt. Das ist ein wunderschönes, tolles Bild. Ich bin sehr begeistert von diesem Bild. Wir haben hier alles dabei. Wie gesagt, da ist dieser Zettel.
Da habt ihr Pinsel dabei. Eigentlich alles, was ihr braucht, hier habt ihr dann diese wunderschönen Farben dabei. Ich will alles eigentlich drauf tun können. Einmal alles rund bei mir läuft. Nee, nee. Also das habt ihr, Farben, diesen Zettel und diese Stickers. Im Endeffekt habt ihr alles dabei. Es kommt auch super an. Es kam auch relativ flott. Ich bin begeistert. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Bis bald. Tschüss, eure Franzi.